Hallöchen meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch die 6 wichtigsten Smokes, die ihr hier auf Inferno können solltet als Tee. Let's go! Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Wir fangen zuerst mit A an. Ihr geht hier auf Second mit zu dem Brunnen, stellt euch hier genau in die Ecke, snackelt euch hier schön rein, dann steht man genau so. Dann nehmt ihr nach oben und seht dieses Sträuchlein. Und hier ist der Hauptast, der hier. Und hier dieser rechte Ast, der nach oben hin, so nach rechts weggeht, da wollen wir hin, genau auf die Mitte, mit einem Jump Throw. Der geht hier ganz einfach, indem man einfach nur eben die linke Maustaste gedrückt hält, springt und in der Luft werfen wieder loslässt, also die linke Maustaste eben. Und da macht er so ein und schon wisst ihr, der Jump Throw hat geglückt. Aus City-Sicht sieht das Ganze hier so aus. Ihr habt also Short schön weggesmoked. Auch Boiler ist zugesmoked. Man kann hier nicht mehr großartig irgendwie was machen als City, außer durchspammen. Dieses kleine Büschlein wackelt manchmal ein ganz klein wenig hin und her, aber das ist gar nicht so tragisch. Ihr aimt einfach in die Mitte von diesem Cluster der Blätter und macht den Jump Throw. Als nächstes wollen wir A lang smoken. Dazu gehen wir hier immer noch auf Second mit, befindlich in die Ecke rechts neben der roten Tür. Eben diesen kleinen Penübel an, das Teil, mit dem die Fensterläden offen gehalten werden. Dann macht man wieder seinen Jump Throw und schon sieht man, wie das Ding herüberfliegt Richtung Long. Das sieht jetzt etwas deep aus, aber es ist ja komplett zu. Und der City, der hier abaimt, muss eben die gesamte Länge ab. Aim. Und nicht nur so ein bisschen die Kante, wenn die Smoke nur bis hierhin geht, sondern es könnte sich auch einer reinschleichen und könnte hier in Cubby reingehen. Man sieht hier zwar nichts als Tee, außer man springt, aber dann weiß man natürlich, oder... Das ist dämlich, ne? Und so hat der hier befindliche City dann ordentlich was zu tun. Er muss die gesamte Länge hier ab aimen und abwarten. Die dritte Smoke ist die Lang Smoke für hinten Richtung City Library. Dazu geht ihr einfach genau in die Ecke der roten Tür hier rein. Dann visiert ihr an der Regenrinne hier oben dieses kleine Stückchen an, ne? Hier ist Nummer 1, da ist Nummer 2. Und macht hier auch wieder euren Jump Throw. Und dann sollte die Smoke hier vorne, ja, ziemlich genau in der Mitte ankommen. Ihr dopst auch schön vor sich hin, um genau dahin zu gelangen. Und schon habt ihr hier auch zu. Wenn ihr die drei schmeißt, beziehungsweise zwei davon, könnt ihr euch eben durch einen Weg durchmachen und schön planten. Und ja, natürlich kann man sich noch um A einfach einnehmen zu können. Die gute alte Chimney oder Schornstein Flash schmeißen. Die haut man hier einfach nach Gefühl raus. Das geht immer noch so wie bei Go auch. Ich zeige euch mal die Wirkung der Flash. Also wenn jetzt hier jemand stehen sollte und gerade Short abaimt, dann kommt die so. Man ist ziemlich weiß. Auch hier trifft es einen noch ziemlich gut. Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich mich genau an dieses Teilchen hier stellen. Da kann man einfach locker aus der Hand hier oben anvisieren und schmeißt nicht da oben dagegen im Stand und muss nicht irgendwie sich noch ducken oder sowas. Und dann hat man da ein super Teil geworfen. Boom. Selbst der Longboy hat noch was davon. Ein bisschen zumindest. Jetzt folgen die B-Smokes. Die City-Smoke, die kann man alleine schon locker von drei Positionen werfen. Einmal Position 1 direkt hier in der Ecke bei den Fässern. Ihr aimt einfach hier oben an die Kante und geht dann ein Stück nach rechts. So. Und dann fliegt das Ding eigentlich schon ziemlich super da rein. Und landet perfekt. Hier kann sich auch keiner rausstehlen und hier irgendwie geschwind noch in die Ecke oder sowas. Oder dass man dem City vielleicht sogar so eine kleine Wand hier hinschmeißt oder eine One-Way oder irgendwas. Da muss man sich keine Gedanken machen, wenn man das Ding so schmeißt. Ihr könnt aber einfach in diese Ecke gehen, und zwar zu den Briefkästen und hier oben an die Dachkante aimen, zack, schmeißen. Und dann fliegt das Ding auch super. Auch relativ weit drin, sodass sich da keiner rausdrücken kann. Die dritte Variante ist folgende. Ihr geht genau hier in die Mitte der Tür, so plus minus genau, duckt euch und schmeißt dann wiederum an diese Kante. Hier. Die kommt auch sehr gut. Hierbei sollte man grundsätzlich schauen, dass man nie zu weit nach links wirft. Weil sonst habt ihr zum Beispiel so ein Teil hier liegen, bei dem der City die Smoke nutzen kann. Man sieht zwar seine Beine, er hat ja sicherlich auch eher einen Nachteil, aber er könnte sich hier auch irgendwie noch einen Vorteil daraus verschaffen. Also dann lieber einen Ticken weiter rechts, so wie ich es euch eben gezeigt habe. Weiter geht's mit der Coffin-Smoke. Dafür geht ihr einfach wieder zurück in die Ecke, aimt hier über der Leiter diese Lampe an. Das ist die siebte von rechts. Ihr aimt nicht genau auf die Lampe, sondern ihr aimt hier oben, so schräg rechts nach oben, auf das Kabel. Und dann macht ihr einfach einen normalen Linksklick. Und wie man hier sehen kann, kommt das Ding an, dopst hier ab und liegt auch schön weiter rechts. Das ist wichtig, denn nur in diesem Fall ist eben Coffins auch wirklich abgedeckt. Man kann hier nichts sehen. Erst wenn man anfängt zu springen, kann man was sehen und dann ist es natürlich schon zu spät. Wenn die Smoke sich abbaut, muss man natürlich als Tee dann irgendwann aufpassen, da sie von oben langsam zerpuffelt, hat der hier oben dann irgendwann wieder Sicht, bevor halt hier der Rest eine halbe Sekunde, Sekunde später dann weg ist. Und zu guter Letzt kommt noch eine Dark Smoke, die ist jetzt nicht wirklich so relevant, aber vorhin, als wir rumprobiert haben, haben wir die eben auch direkt gefunden. Die ist auch sehr, sehr einfach. Ihr bleibt in der Ecke stehen und habt hier oben die Regenrinne. Hier ist genau die Mitte der Regenrinne. Ihr geht aber noch ein Stückchen höher, und zwar an dieses Penübelchen, das auch ganz nah an der Lampe ist. Und außen, möglichst außen. Und dann schmeißt ihr das Ding und dann dobst ihr nämlich schön tief auch da rein. Ja, und derjenige, der da hinten drin steht, hat dann erstmal verkackt. Der muss dann rauskommen, um was machen zu können. Zu guter Letzt gibt es noch eine Sache für City. Und zwar einmal die Flash, die man schmeißt,
wenn man Banane flashen will, ziemlich am Anfang. Die ist eigentlich noch ähnlich wie früher. Ihr geht hier genau an die Kante, aimt hier an das Stückchen und geht ein sattes Teilchen runter. Also meinetwegen hier bis zur inneren Ecke des Fensters und schmeißt das Ding. Und dann habt ihr Banane so ziemlich weggeflasht. Also egal von wo man kommt, wenn man gerade hier unten ist oder eben schon ein Stück weiter oben steht, das Ding kriegt man gut in die Fresse. Das war's dann auch schon wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank auch für eure Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich stream dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da gibt's Videogames, Giveaways und jede Menge Spaß. Komm vorbei. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.